Interel Building Automation bietet die optimale Lösung des Managements der elektrischen Anlage eines Hotels. Komfortabel, vielseitig, kostensenkend. Ein System, das einfaches und schnelles Bedienen ermöglicht und so sofortiges Wohlbefinden des Gastes hervorruft. Eine optimale Nutzung der Energie im modernen Hotel. 30% Ersparnisse bei Kühlung, 20% bei Heizung, 15% bei Elektroenergie. Interel Building Automation. Südtiroler Technologie mit Know-how und Design für Ihr Hotel. Golferinnen und Golfer aus allen Landesteilen Südtirols sind der Einladung von Karl Pichler gefolgt und hier ins Passaiertal gekommen. Über 130 Teilnehmer haben heute mitgespielt. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Das Wetter zeigte sich von seiner besten Seite. So hatten 130 Teilnehmer am vergangenen Wochenende erneut beste Bedingungen für ihr Spiel. Auf dem Platz haben wir einige von ihnen begleitet. Hier sehen wir die Spieler auf Loch 2. Dieses Par 5 mit 445 Metern wurde in zwei Varianten gespielt. Die Spieler um Handicap 0 bis 5 wählten den Driver, um das Wasser in der Mitte der Bahn zu überqueren. Ihnen bleibt danach lediglich ein kurzes Eisen aufs Green. Alle übrigen Spieler wählen den konservativen Weg und spielen zwei kürzere Eisen, um anschließend mit einem Pitching Wedge oder Sand Wedge das Green zu erreichen. Nach dem sportlichen Teil wurde im Clubhaus groß gefeiert. Karl Pichler begrüßte inzwischen auch zahlreiche Nicht-Golfer unter den Gästen, welche der Einladung ins Clubrestaurant gefolgt waren. Besonders hervorgehoben wurde dabei auch immer wieder der gute Zweck dieses Turniers, für welchen schließlich über 11.000 Euro gesammelt werden konnten. Anschließend wurden die besten Spieler des Turniers ausgezeichnet, allen voran der Tagessieger Christian Groß. Er absolvierte den Platz mit sensationellen 2 unter Par. Ihm gelang damit eines seiner erfolgreichsten Turnierergebnisse seiner gesamten Karriere. Wir haben mit dem überglücklichen Sieger gesprochen. Heute ist gut gegangen. Ich habe das Spiel zusammengehalten. Der Platz war super. Die Grünen waren super spielbar. In der Früh war ein bisschen nass, aber heute war nur auf ein paar Löcher war ein bisschen schwierig zusammenzuhalten. Aber dann habe ich 3 Löcher hintereinander, 4 Löcher Birdie, Birdie, Boogie, Birdie gemacht. Und war super, super alles aufgegangen. Nicht nur in Passaia wurde Golf gespielt. Die Turniersaison ist in ganz Südtirol angelaufen. Schauen wir uns einige Ergebnisse von anderen Plätzen an. Bini Olivetti Golf Trophy 2011 des Golfclub Lana am 28. Mai 2011. Gesamtsieger Groß Christian des Golfclub Freudenstein mit 35 Punkten. Kategorie Kunden Bini Rudolf Jett des Golfclub Lana mit 41 Punkten. Erste Kategorie Rizzi Oswald des Golfclub Lana mit 38 Punkten. Zweite Kategorie Wolf Sepp des Golfclub Lana mit 40 Punkten. Dritte Kategorie Hechensteiner Dietmar des Golfclub Lana mit 38 Punkten. Trofeo Freudenstein Albi Point Albi Kran des Golfclub Dolomiti am 29. Mai 2011. Gesamtsieger Föstl Franz des Golfclub Passaia minus 2. Erste Kategorie Stampfer Manfred des Golfclub Dolomiti 70. Zweite Kategorie Harp Peter des Golfclub Freudenstein 71. Dritte Kategorie Abraham Manuel des Golfclub Dolomiti 38. Star Tour des Golfclub Petersberg am Sonntag am 29. Mai 2011. Gesamtsieger Mirko Solderer Maximilian Alber 70 brutto.
Erste Kategorie Elio Ventura Giacomo Vinante 64 netto, Doris Palma Karl-Heinz Palma 65 netto. Zweite Kategorie Sandra Ruther Walter Kizali 66 netto, Andreas Epp Christian Senatin 68 netto. Insgesamt 122 Teilnehmer. Trophäe der Südtiroler Sparkasse des Golfclub Pustertal am 29. Mai 2011. Gesamtsieger Bramstaller Thomas des Golfclub Pustertal plus 1. Erste Kategorie Frisch Christian des Golfclub Pustertal 42. Zweite Kategorie Oberlechner Martin des Golfclub Pustertal 38. Dritte Kategorie Walde Kurt des Golfclub Pustertal 40. Beginnend mit der heutigen Sendung möchten wir unseren golfinteressierten Zusehern den Golfsport noch näher bringen und auch dem Laien einen tieferen Einblick ermöglichen. Wir haben einige Golf-Professionals auf Südtirols Golfanlagen besucht. Mit deren Hilfe stellen wir Ihnen nun die wichtigsten Grundlagen dieses Sports vor. Für unsere erste Golflektion haben wir den PGA Head Professional vom Golfclub Freudenstein, Malcolm Harrison, besucht. Er erklärt uns heute das Putting. Hello, my name is Malcolm Harrison. Hello, mein Name ist Malcolm Harrison. Ich bin ein vollqualifiziertes PGA-Mitglied und Head Pro im Golfclub Freudenstein. Ich zeige Ihnen heute, wozu dieses Gerät, der Putter, gebraucht wird. Wenn ich den Putter benutze, ziehe ich meinen Handschuh aus. So habe ich mehr Gefühl beim Griff. Ein wichtiger Bestandteil des Puttings ist der Grip. Beide Handflächen umfassen den Griff des Putters, sie berühren sich dabei leicht. Wichtig ist die Position der Schlagfläche. Sie ist im 90-Grad-Winkel zu den Schultern ausgerichtet. Als nächstes nehmen wir die richtige Position ein. Schulterbreiter Stand und die Schlagfläche zum Ziel ausgerichtet. Der Stand mit leicht gebeugten Knien und etwas Hohlkreuz parallel zum Ball. Ermöglicht eine gleichmäßige Pendelbewegung. Mit viel Übung ist es möglich, in kurzer Zeit ein Gefühl für die unterschiedlichen Längen der Putts zu bekommen. Der Putter, das wichtigste Eisen im Golfbag. Hier endet unsere heutige Sendung Südtirol Golf auf SDF. Ich hoffe, Sie hatten Spaß dabei. Mit den Bildern des wunderschönen Golf- und Spa-Ressorts Andreus verabschieden wir uns aus Passaia. Ich freue mich auf ein Wiedersehen in 14 Tagen. One time we'll stand still in this night.